Auf der Boot Düsseldorf hatte die Sea Line F380 ihre Premiere. Das Besondere? Die Sea Line wird nicht mehr in England, sondern in Deutschland gebaut. Die Qualität der Boote hat sich verbessert. Kunststoffarbeiten auf und unter Deck sind von höchster Qualität, Schottwanddurchbrüche verrundet und versiegelt. Der Wohnbereich unter Deck bietet 2 Kabinen mit 4 Kojen und 2 WC-Duschräumen. Die Pantry ist gut ausgestattet und kann sich sehen lassen. Stauraum findet man sogar unter den Stufen. Eine raffinierte Idee. Auf der Fly hat man den Steuerstand weiter nach vorn gesetzt. Dadurch haben sich die Platzverhältnisse beträchtlich verbessert. Im Heck befindet sich der Motorraum. Hier sind Hand- und Elendspumpen sowie Feuerlöscher verstaut. Was allerdings fehlt, sind die Alarmsensoren an den Kraftstofffiltern. Den ausführlichen Test lesen Sie in der Oktoberausgabe von Boote.